Hölzer zu verwenden, die wir hier haben, und eine ähnliche Klangqualität zu erreichen, wie das im Moment mit Robbenhölzern erreicht wird, hat mich schon immer gereizt. Also während dem Bau habe ich nicht so dran geglaubt, dass es funktioniert, ehrlich gesagt. Und war dann wirklich über das Ergebnis überrascht. Und das sind jetzt quasi die Rezepte in Anführungsstrichen, mit denen wir denken, ein recht gutes Ergebnis, ein optimiertes Ergebnis für die Verbesserung von Hölzern für den Musikinstrumentenbau gefunden zu haben. Ich habe mich da zum ersten Mal mit einem Hochschullehrer von einer technischen Hochschule in Finnland unterhalten, und der gesagt hat, unter dem Elektromikroskop sieht ein thermobehandeltes Holz so aus wie ein Holz aus der Zeit von Stradivari. Ein Holz quasi zu haben, das Stradivari gefällt hätte, um jetzt Gitarren draus zu bauen, das wäre sozusagen der Traum von jedem Gitarrenbauer. Reinhardt GmbH has been working for some years on the possibility of modifying domestic wood to use it to build guitars. Scientifically based research has been underway for around 3 years, funded by the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. Wir versuchen, die thermische Modifikation von Hölzern in ein System zu kriegen, zusammen mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde arbeiten wir daran, wirklich rauszukriegen, welche Modifikationsart, welche Konsequenz hat, zu welchem Ergebnis führt, dass wir einheimische Hölzer so modifizieren können, dass sie klangtechnisch den im Moment gebräuchlichen tropischen Hölzern sehr nahe kommen. The use of thermo-treated wood in guitar building is not entirely new, but two points make this project unique. Firstly, we are optimizing domestic wood species so that we can refrain from using tropical wood for all the elements of a guitar. And secondly, together with Eberswalde University of Sustainable Development and Professor Alexander Pfriem and his team, a scientifically based process is being developed so that all the treatment processes can be reproduced at any time. Also wir haben eine große Vielzahl von Holzarten getestet, analysiert, uns angeschaut. Das ging von verschiedenen Obsthölzern angefangen über Laubhölzer, die wir alle kennen, wie Ahorn oder auch die Erle, die mit in der Untersuchung drin war, auch übrigens sehr gut und interessant war. Also Holzarten, die mehr oder weniger stark verbreitet sind, die wir aber eben aus der Nutzung heraus kennen. Professor Pfriem and his team have developed a process with which different varieties of wood undergo thermal processing for a certain time. In a mixture of nitrogen and air, the wood is exposed to a temperature of up to 180 degrees Celsius for around 4 hours, depending on the variety. The entire process of heating the wood up and cooling it down takes around 30 hours. Then the modified wood is compared with the native wood. Also wir können einerseits den Effekt messen, und das machen wir mit einem Experiment, das wir Modalanalyse nennen. Da werden tatsächlich solche Probekörper halt dieser Größe, das wären also solche Hölzer, die vor und nach der Behandlung einem akustischen Test unterzogen werden, indem man halt an jeden dieser Punkte, die hier drauf getragen sind, einen Anschlag vornimmt, ein kleines Hämmerchen anschlägt und dann die Schwingungseigenschaften dieses Brettes analysiert. Und was wir dann dabei herausbekommen, ist, dass sich akustische Eigenschaften verbessert haben, wie eben zum Beispiel die Schalllaufgeschwindigkeit, die sich dann verbessert, was eben ein wichtiger Indiz für Musikinstrumente ist. Andere Eigenschaften wie die Elastizität ändern sich auch, was es aber sehr stark verbunden ist mit der Schallgeschwindigkeit, mit der Schalllaufzeit. Dämpfungsverhalten wird reduziert, also höhere Schallabstrahlung werden dabei gefunden. Und das hat was damit zu tun, dass es also durch diese thermische Behandlung zu chemischen Umbauprozessen im Holz kommt. Und die gezielt zu steuern, das ist die große Aufgabe, die große Herausforderung, weil
wenn man hier zu starke Temperaturen raufbringt, zu hohe Veränderungen dieser chemischen Struktur, dann verliert man diese positiven Eigenschaften wieder. Also wichtig ist es halt, hier ein Optimum zu finden. The researchers in Eberswalde have compared 17 different types of wood. As the graph shows, the thermal treatment increased the so-called resonance quality factor in all species of wood. The resonance quality factor is composed of the elastic stiffness and the density of the wood. A high elastic stiffness and a low density mean good resonance properties. Wir haben natürlich nicht nur halt an solchen Rohmaterialien gearbeitet und akustische Eigenschaften getestet, sondern wir haben auch wirklich baugleiche Gitarren herstellen lassen, in der klassischen Bauweise mit Tropenholz und im Vergleich dazu dann Instrumente, die wir mit Substitutionsmaterialien aus Thermoholz ausgestattet hatten und beide dann baugleich getestet, also die Anspielversuche durchgeführt und dann die akustischen Eigenschaften, Performances der Instrumente gegeneinander verglichen und festgestellt, das ist vielleicht die wichtigste Aussage, dass wir mit den thermisch modifizierten Hölzern in einer ähnlichen akustischen, Eigenschaften gelandet sind, wie wir es halt für die Vergleichsinstrumente gefunden haben. The thermal treatment changes the cell structure of the wood, which loses mass. The wood, in fact, becomes more resistant to different weather conditions, but also becomes brittle, which can result in great difficulties when bending the ribs. Andreas Dill undertook the first building experiments with thermo-optimized wood and even he was surprised by the results. Also zum einen habe ich bisher noch nicht viel gesehen, wo man auch Boden und Sargen gemacht hat aus dem Thermoholz. Das finde ich schon sehr spannend und ich habe da früher schon mal dran rumprobiert und bin auch an diesen Sargen letztendlich gescheitert. Das ist schon spannend, das eben mit Wissenschaftlern zusammen zu machen, dass eben nicht nur ein Gitarrenbauer für sich irgendwas probiert, sondern dass man da auch wirklich den wissenschaftlichen Hintergrund dazu hat. Und ich glaube, das ist eigentlich der entscheidende Unterschied, was jetzt passiert ist, dass man eben da Wissenschaftler mit ins Boot geholt hat. Und die haben ja auch Unterschiede gemessen, die ich als Gitarrenbauer so nicht erkennen konnte. Also die haben mir jetzt gesagt, zum Beispiel die Erde ist das beste Holz von dem, was wir gemessen haben. Da wäre ich nie auf die Idee gekommen. For Andreas Dill, thermally modified woods are the future of guitar building, especially due to the new trade restrictions on all species of rosewood. Thermally modified wood types offer a worthwhile alternative to tropical wood in terms of both how they look and how they sound. Es geht um den Klang letztendlich natürlich. Lautstärke, Klangschönheit. Und bisher war das eigentlich immer so, die Gitarren, die wir ohne Tropenholz gemacht haben, die waren immer sehr matt und sehr, also relativ dumpf und nicht, also viel leiser wie die Tropenholzgitarren. Und das haben die gar nicht. Die sind ziemlich klar und ziemlich, ja, finde auch einen sehr schönen Ton, aber auch wirklich kräftig. With Rico Timber, a process is coming onto the market that makes it possible to build a complete guitar out of thermally modified native wood species. This means that in future guitar builders, retailers and guitarists will also be able to build, sell and play instruments with high quality sound characteristics irrespective of trade restrictions. Ich meine, das könnte ja gerade Mahagoni sein vom Aussehen her. Das kennt man ja gar nicht. Also das, ja, wenn man genau guckt, schon, aber so auf den ersten Blick könnte es auch ein Mahagoni sein vom Aussehen. Und das ist schon so, wie sich die Leute Gitarren vorstellen eigentlich. Und damit ist es dann nicht nur ein Rezept, was wir bis jetzt haben, sondern tatsächlich der gesamte Prozess, eine Maschine quasi halt, die dann installierbar ist in den einzelnen Werkstätten, in den einzelnen Betrieben und dann vergütete Hölzer bereitstellt.